Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Royal Reward 2, dem Strategiespiel. Und wir wurden angegriffen über... Oh, jetzt war ich die ganze Zeit inaktiv und der Zepter natürlich auch mal das gesehen, diesen inaktiven Pilz. Okay, doch nicht. Wir haben zwei Schlachten anscheinend. Zweimal wurden wir angegriffen, haben 1046 Gold verloren. Wenn wir mal ganz kurz die Angriffshistorie angucken, sehen wir es auch. Ich glaube, es gibt also immer nur eine Tageshistorie. Und die Leute haben kaum Geld gestohlen, weil ich habe nichts da, ne? Ich habe nichts. Also 75.000 können maximal gestohlen werden. Bis zu 75.000 können maximal gestohlen werden. Also alles da drüber. Ich habe gestern nämlich noch ein bisschen angegriffen gehabt. Okay. Weil ich ein bisschen Brot übrig hatte. Und ich würde sagen, wir werden erstmal die ganzen Dinger aufklicken hier. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt kaum Brot habe. So, das Burgtor ist fertig. So, kann ich das noch upgraden? Das kann ich auch noch upgraden. Für eine Stunde dauert es. Müsste theoretisch... Kann ich die noch einmal? Schade. Und ja, 6 Gold, super. Werden auch nicht viel mehr bringen gerade. Genau, die sind auch gerade ausgebaut worden. Da haben wir irgendwo noch 4 Dinger. Genau, der Zauberturm ist da fertig. Der Pfeilturm ist fertig. Und die Falle ist fertig gebaut in der Werkstatt. Kann man die noch weiter upgraden? Ne, kann man gerade nicht. Bombenturm kann man auch nicht upgraden. Okay, ich glaube, in der Werkstatt sind wir fast fertig. Und der Frostturm. Gut, dann werden wir... Wir haben ja 2 Tower übrig, die wir noch bauen können. Dann würde ich sagen, wir können... Tja, wo bauen wir das? Ich baue ein bisschen den Frostturm hier hin. So, da ist er nämlich. Eisschaden 30, 1750 HP und richtig am Nerven. Oder wir bauen ihn hier hin, wobei das macht keinen Unterschied. Entweder hier oder hier hinbauen. Oder wir werden ihn hier hinten hinbauen. Der nervt natürlich auch am meisten. Ist natürlich auch die Frage, wie hoch die Reichweite ist, ne? Aber sollte eigentlich das Feld mindestens... Wobei, wenn wir es... Ich werde ihn mal hier hinsetzen. So setzen wir den mal hin. Okay. Okay, was haben wir noch fertig? Die Verteidigungswelle, okay. Die ist auch noch fertig in der Burgwache. Jetzt haben wir natürlich noch eine neue, glaube ich, oder? Haben wir die Burgwache nicht... Ach nee, es war nicht das Burgwache, sondern das Burgtor, was wir verbessert hatten. Gut, wenn wir das nochmal upgraden, dann können wir jetzt übrigens unseren Weg noch länger machen. Ich habe gestern mal jemanden angegriffen gehabt, der hat einen unglaublich langen Weg gehabt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie unglaublich ätzend und lang der war. Und der war unfassbar schwer einzunehmen, überhaupt gar nicht einzunehmen. Weil ich bin kaum die Hälfte durchgekommen, weil der, keine Ahnung, also... Der hat hier unten lang gemacht, hier hinten lang. Ihr seht da gerade meinen Mauscursor. Also hier unten lang, dann rechts lang, hier unten lang. Dann wieder nach oben und dann hier so lang. Und ich bin irgendwie, keine Ahnung, bis dahin gekommen. Weil auch so viele Gegner kamen, das war unfassbar. Ich werde es auf jeden Fall so machen, dass ich... Ob ich eine Schlängellinie mache, ich weiß es nicht. Oder ich mache es halt auch so wie er, also hier unten lang. Dann so ein bisschen nach oben, dann so hier drüber. Und dann halt hier hinten nochmal runter und dann nochmal hoch und dann hier so lang und so eine Schlängenlinie bis da hinten hin. Also brauchen wir wirklich komplette Wege. Ja. Da würde ich sagen, wir könnten theoretisch... Guck mal her, hier. Achso, warte mal. Wie machen wir das am besten? So. Eigentlich wollte ich im Moment. Eigentlich wollte ich hier das auch noch dick haben. Das ist ärgerlich. Doch, so geht's, siehst du. Wunderbar. Funktioniert doch alles, wie ich das möchte. Dann werden wir da nämlich auf jeden Fall auch noch einen Turm hinsetzen. Ich denke mal einen Frostturm. Was macht eigentlich der Gargoyle-Turm? Effektiv gegen Froster, also diese Frostmagie. Okay, ja, irgendwas wird er schon machen. Gut, dann würde ich sagen, was setzen wir da noch hin? Kann ich überhaupt was bauen? Ja, ich hätte jetzt schon ein bisschen Gold. Aber ich denke mal, wir können auch erstmal ein bisschen was angreifen. Nachdem wir hier gucken, unser Postfach ist... Oh! Achso, ist immer wieder der gleiche. Der Blitze möchte meiner Allianz beitreten. Ja, ja, ja. Wir klicken trotzdem auf Akzeptieren, einfach damit er nicht ausreichend abgelehnt wird oder so. Ja, aktuell sind also 3 Leute in unserer Allianz, 3 von 6 Mitgliedern. Und der Blitzo ist von den Pokalen sogar wesentlich höher als ich. Ist ja unfair.
Man kann ja gar nicht reinschreiben unter eine Bewerbung. Und das ist ja ärgerlich, oder? Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt meine Zuschauer sind oder nicht. Weil, können da nichts reinschreiben, ne? Hat sich aber höchstens bei der Allianz beworben. Und es gibt halt nicht sowas wie einen Bewerbungstext. Naja, dann ist das halt so. Alter, schweres Skorpion, noch so 204,5 Dings. Giftresistenz. Und Giftschild. Und 335 Trefferpunkte dazu. Ah, ist auch ein bisschen teuer, 216. Der macht gerade mal 6 Angriff dazu. Lohnt sich, finde ich, also auch nicht. Gut, dann müssen wir einfach mal angreifen. Wobei wir ganz kurz mal unser Dings verbessern müssen. Unsere Schatzkammer. Damit wir da endlich mal die 500.000 Gold aus unseren Achievements reinholen können. Bauen einen Verteidigungsweg mit 21 Wegstücken, haben wir geschafft. Und hol den Zauberfeuer. Genau, den haben wir jetzt auch. Der Zauberfeuer, was haben wir hier noch? Ah ja, nochmal Postfach. Ah ja. Gut, dass du mir sagst, dass ich dir angenommen habe und dass er jetzt Teil unserer Allianz. What the fuck, Alter, kriege ich viel Gold. Holy shit. 1400 pro Stunde und 11.000 Kappa. Das ist eine ganze Menge. Das ist echt eine ganze Menge. Die kann man sogar noch upgraden. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich trotzdem erstmal angreifen. Muss natürlich aufpassen, dass ich, wir greifen hier mal 30.000, dass ich noch genug Gold hatte zum Suchen. Das ist mir nämlich gestern passiert. Ich hatte kein Gold mehr zum Suchen und musste den angreifen, den ich gerade von meinem Cursor hatte. Das war echt ätzend gewesen. Guck mal, wie viel Moralpunkte ich die ganze Zeit am Anfang immer habe. Erstaunlich ist das. Ich habe gefühlt immer wesentlich mehr. Ach, siehst du, ich hätte eigentlich einen anderen Zauber mitnehmen wollen, den Feuersturm nämlich. Aber naja, was soll's. Genau, wunderbar. Schön den Links zerstört. Die Falle. Ich habe ja, wie gesagt, gestern noch ein bisschen angegriffen gehabt, ohne euch. Und habe etwa 2 Level gemacht mit meinem Held. Also ich habe ein paar angegriffen, habe 2 Level gemacht. Und hat, wie ihr ja schon gesehen habt, ein bisschen Gold bekommen. Und das habe ich dann halt, ja, meistens aus den Kisten. Oder halt aus dem Gegner bekommen. Ich habe, glaube ich, nicht einmal gewonnen gehabt gegen die Gegner. Weil die so unglaublich stark waren teilweise. Das ist echt, echt abartig gewesen. Ich hasse Bombentürme, ey. Muss ich mich immer so konzentrieren, die Bomben zurückzuschmeißen. Nicht mehr schmeißen? Ah, du Arsch. Gut, unser Dings ist schon wieder voll. Kann man ein paar Bogenschützen mitnehmen, wenn sie überhaupt noch rechtzeitig ankommen. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch der Giftradius ist von unserem Gift. Keine Ahnung. Aber unser Befehls. Unser Kommandant ist mittlerweile schon ziemlich stark, wa? Wollen wir auch mal angreifen. Damit wir hier noch die dritte Krone bekommen. Hier drüben auch noch einer? Nö. Ich werde auf jeden Fall auch noch meine Türme hier hinsetzen, was ist wirklich wichtig. Am besten. Ja, Bombentürme glaube ich nicht. Pfeiltürme sind die nervigsten. Das kann halt meistens immer der Befehlshaber nur an sich machen. Die Türme zerstören, außer dieser Befehlsruf, aber meistens laufen mir die Leute nicht hinterher. Die rebellieren noch ein bisschen. Ja, Jensemann 5, sorry, dass ich überfallen musste. Und schönen Goldbonus von 5%. Ein paar Erfahrungspunkte. Aber leider noch nicht komplett. Oh Gott, bin ich scheiße. Oh, das wäre ein Schwert. Okay, hätte uns eh nichts gemacht, das Schwert. Wäre nicht besser geworden bei uns. Ich glaube, wir haben noch Brote für einen einzigen Angriff. 47, ist jetzt nicht viel, ne? Ist nicht mal mehr ein Angriff, Das ist echt ärgerlich, dass die Brote so krass limitieren. Aber so ist das halt, ne? Da kann man nichts machen. So, das ist unser fertig, unser Froster. Unser Frostturm, nicht unser Froster. Und ja, wir können. Ach, das hatte ich beim letzten Mal auch vergessen gehabt. Die Kaserne wieder upgraden. Die hier für 50.000. Dann würde ich sagen, wenn wir die Schatzkammer jetzt fertig machen. Für 88. Das ist aber ein bisschen teuer, 88, oder? Ich habe zwar so viel, aber ich will sie mir einteilen. Naja, gut, was soll's. Was soll's? So, dann holen wir uns 500.000. Verdiene 50.000 Gewinne, werde reich. Wow, habe ich auch fast. Mal bei 40.000 gegeben wurden. Und jetzt können wir ordentlich upgraden, nicht wahr? So muss natürlich aufpassen, dass ich nicht mehr allzu viel Geld dann übrig habe. Sonst wird mir ja noch ganz viel geklaut dann später. Das ist ja auch uncool. So, dann mal den Feuersturm. Nehmen wir mal upgraden. 144 Schaden dazu. Erstmal gucken, was ihr überhaupt macht. Der Feuersturm hat alles nieder und kann mit großer Wirkung gegen Einheiten und Gebäude eingesetzt werden. Weniger Durchschlag ist er gegen Blockaden. Das ist schön. Also noch einer gegen Einheiten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den Schockzauber rauspacken. Kann ich die Ziele ausbauen? Nein, leider nicht.
So, jetzt kann man das hier noch ausbauen. Das kann ich wahrscheinlich, genau, kann ich auch nicht ausbauen. Werkstatt. Guck mal, machen wir eine Werkstatt. Muss man doch sicherlich noch einen Turm ausbauen können. Ich kann echt keinen Turm mehr ausbauen. Echt schade. So, dann gibt es noch Blockade, Gagaturm. Gibt es gar nicht mehr so viele Tower. 5 Tower gibt es dann nur noch. Die man natürlich auch aufrüsten muss dann später. Wir können aber noch einen neuen Tower hinsetzen. Ich denke mal, einen Frostturm werde ich noch hinsetzen. Da haben wir einen Frostturm. Aber den werde ich nicht da hinsetzen, den werde ich woanders hinsetzen. Ich denke mal, hier werde ich ihn hinsetzen. Das heißt, wir werden die ganz kurz mal tauschen. So. Und jetzt müssen wir natürlich noch unsere Gebäude upgraden. Wir können noch immer noch eine Barrikade oder sowas hinbauen. Eine Blockade brauchen wir Werkstattstufe 5, okay. Wo können wir am besten noch eine Barrikade hinbauen? Können wir die hier hinbauen? Ah, sehr schön. Dann wird die hier hingebaut. Guck mal, ja, komm, wir warten kurz ein paar Sekunden. Das brauchen wir nicht fertig. Juwelen. So, hier haben wir immer noch irgendwas Neues dazu bekommen. Verbessern den Schatzkammer 750.000 Gold anzuhäufen, kriegen wir 4 Edelsteine. Dum, 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 dum. Und das nächste abgeschlossen. Ach, sehr schön. So, falls du die Kaserne holt ihr Foster. Froster. Werkstatt. Kann doch geupgradet werden, natürlich. 50.000 Gold. Hau rin. So, Level 4, Level 5 ist das Ding schon. Das können wir nicht mehr aufrüsten, aber deswegen können wir noch aufrüsten. 100.000 Gold. Ach du, das ist teilweise wirklich teuer. Das ist wirklich teuer, aber wir haben trotzdem immer noch 3 Arbeiter. Die wir später wahrscheinlich gar nicht mehr alle unterhalten können, weil das später so teuer wird. Dann muss man ein bisschen, ja, habe ich halt immer Bauarbeiter frei. Ist doch schön. Falls ich mal wirklich einen ran habe und viel, viel, viel Gold klaue. So kann ich da auch noch aufrüsten. Ich wollte irgendwas mit den Tavernen, konnte ich noch machen. Oder ging das nicht mehr? Ah ja, doch, der hier. Oh, ist ja klein. Stufe 3 gerade mal. Das geht noch nicht. Ja, ich habe vergessen halt, die Farmen zu beenden. Deswegen hat sich da über Nacht nichts angehäuft gehabt an Nahrung. So, da haben wir die Dings fertig, die Barriere. Wunderbar, die steht da echt super. Das heißt, wenn sie... Achso, der hat nur so eine kleine Range, ne? Gut, das ist ein bisschen ärgerlicher. Reichweite leider nichts dazu, Strefferpunkte dazu, Schaden dazu. Ja, auf jeden Fall ganz viel dazu. 5000. So, kann ich auch noch höher? Kann man auch noch höher. Alter, das ist so krass. Die werden wirklich echt tanky, die Dinger. Also ich glaube, man sollte ja keine Probleme damit haben, das Gold rauszuhauen, wenn man genug hat. das Problem ist, ja, das dann wieder zu bekommen, wenn es alles leer ist. Er hat so krassen Widerstand gegen Gift und gegen Stich. Das ist echt krass. Gut, wenn wir den so nehmen. Okay, wir haben noch ein paar Brötchen. Haben wir noch? Kann man theoretisch noch jemanden angreifen? 63 brauchen wir dafür. Können wir also doch noch nicht angreifen. Das heißt, wir machen ein bisschen Verlies. Sollte ja, glaube ich, auch schon fertig sein, ne? Oder hatten wir uns das letzte Mal nicht durchgegraben gehabt? Ach nee, stimmt. Ach komm, Leute, das ist doch ein Scherz, ey. Jetzt kann ich das schon nicht machen, weil ich immer noch keinen Bauarbeiter habe. Das ist immer das Problem gewesen beim letzten Mal auch schon. Wir hatten keine Bauarbeiter gehabt. Ärgerlich. Okay, doch, wir werden es zu Ende machen. Ne, nicht das. Sondern das hier. Fertigstellen den Frostturm. Damit wir beim Verlies ein bisschen was freigraben können. Am besten muss man gleich alles freigraben. Wäre echt optimal. Batsch! So, 2, 1 und durchgegraben. Tada! Gut. Ganz kurz, das kostet ja auch Brote. Oh mein Gott. Diamantengruft 334, Gold 103, Medaillen. Und warte, den Schockzauber nehmen wir diesmal mal weg. Und ausrüsten von dem Feuersturm. Und dann greifen wir einfach mal an. 7 Juwelen bekommen wir, wenn wir gewinnen würden. Was wir natürlich wären, weil ich meine, 334 Gold, das ist ja eine unglaublich schwache Belohnung. Das heißt, die gehen jetzt auch nicht unbedingt stark. So, dann würde ich sagen. Bam! Achso, die brennen, das ist ja auch sehr cool. Oh lol, die brennen in meinem Radius. Das ist ja auch geil. Das heißt, ich ziehe den Radius so ein bisschen mit. Und verbrenne alles bei mir. Warum die Barrikaden gegen... Ja, zack, 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 brennt. Brennt, ihr Schweine. Oh, das ist ja richtig fies zum Zerstören.
das ist echt gemein. Sind die vielleicht stärker und schneller in dem Bereich? Ich habe keine Ahnung, ja. Echt sehr merkwürdig, dieser Schlachtruf. Aber wir haben gewonnen, Sieg. Da werden wir uns auf jeden Fall gleich noch zum nächsten durchgraben. So, wir kriegen wieder die drei... Ne, wir kriegen nicht die drei Kisten. Das ist ja nur lediglich die 7 Juwelen, die wir hier kriegen als Belohnung. Ist aber auch eine ganze Menge. 7 Juwelen ist doch super. Den Frostturm, den ich gerade beendet habe, haben wir so gesehen dann wieder gespart. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hier unten lang oder hier oben lang. Ich würde auf jeden Fall erstmal hier oben lang gehen. Und wie lange braucht er? Okay, meistens immer nur 2 Sekunden, 3 Sekunden. Kann man sich direkt hier oben lang haben? Warte mal. Ne, kann man nicht, schade. 3 Kronen im vorigen Level, Goldmine 1. Dann Goldmine 2, Goldmine 3. Ne, Diamantengruft 4, 5 ist das. Merkwürdig. Die Zusammenstellung der Level, aber egal, wir sind schon ein bisschen weiter jetzt. Erstmal gehen wir wieder zurück zu unserem Schloss. Und da kann man den einen Bauarbeiter nämlich noch zu irgendwas benutzen. Ja, sonst wird mir nämlich das ganze Gold geklaut. Das kann ich ja auch nicht machen. Kann er nicht dafür sorgen oder kann er nicht so viel Geld mir stehlen lassen. 50.000 nur. Was haben wir hier noch? 50.000. Komm, enttäuscht mich nicht. Da ist noch einer. 150.000, das ist gut. Nehmen wir den mit. Kann uns nicht allzu viel gestohlen werden. Wenn wir dann nicht online sind, dann muss ich auf jeden Fall erstmal die Farm wirklich wieder voll laufen lassen. Die haben jetzt eine Kapazität von, was haben sie denn? 80, 90, 90, 28 pro Stunde. Das heißt, ich werde ab und zu auch wirklich offscreen, also ohne euch, angreifen. Einfach damit die ganzen Brote genutzt werden und so weiter. Also wundert euch nicht, ich bin übrigens immer noch die Nummer 1. Ich habe seit gestern irgendwie nicht mehr angegriffen gehabt. Also seit 12, 13 Stunden. Und bin trotzdem noch die 1 und krieg 25 Juwelen, wenn ich gewinnen sollte. Also wenn wir uns auf jeden Fall mal angucken, in 10 Stunden, wenn die Bronze-Digger dann vorbei ist, also oder wenn die Liegenzeit vorbei ist, kriegen wir 25 Juwelen. Schauen wir uns einfach mal an, wie es sein wird. Also ich werde mich so merken, in 10 Stunden. Ja, mal gucken, wie ich da bin. Ja. Und dann bald der Frost da, wenn wir unsere Kaserne freigeschaltet haben in 2 Stunden. Und den Oger, na, den müssen wir auch noch, aber freischalten, hol 3 Kronen im nächsten Verlies, kann man das Behemoth. Habe ich halt nicht, keine Ahnung, wo das ist, ich habe es schon gesucht, aber nicht gefunden. Aber, na gut. So, irgendjemand in unserer Allianz, der gerade online ist. Kann man ja stalken, da sind sie, Blitz ist immer noch vor mir. Schuft. Okay, wir haben jetzt nämlich einen Goldbonus von 6% aktuell, weil er dazugekommen ist. Hat dann nochmal schön für 700 Pokale oder so gesorgt. 725, und damit haben wir halt, ein paar, 2000 haben wir glaube ich erreicht, oder ja, weiß gar nicht wie viel wir gebraucht hatten, 2000 glaube ich, ja. Und dann haben wir halt die 6% insgesamt bekommen, statt 5%, nicht viel, aber ich beklag mich nicht. Gut, dann würde ich sagen, ist die Barrikade fertig, das heißt wir können die nochmal ausbauen. Komm, bau so aus, kann uns gar nichts gestohlen werden. Na doch, ne, kann uns nichts gestohlen werden, können ja glaube ich 100.000, 150.000 sind geschützt, wow, das ist krass. Also man hat immer so einen kleinen Puffer übrig. Theoretisch könnte ich mir das nächste auch noch holen, aber will ich jetzt nicht. 5 Millionen. Schalt den Ogre frei, 25.000 und so weiter und so weiter. Ja, wenig Goldbelohnung gibt es hier, finde ich. Ah ja, antike Runen kann man später auch noch komplett mal entfernen. Wir können mal irgendwann komplett das ganze Zeug hier entfernen. Weil wir haben ja die Juwelen, um unser wirklich so ein riesiges Schlachtfeld später zu bauen. Aber das beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge von Royal Revolt 2. Ciao, ciao.